Ja, servus Priti, herzlich willkommen hier bei Arminia Club TV. Ich starte einfach direkt mal mit ein paar Entweder-Oder-Fragen und würde dich bitten, schnellstmöglich darauf eine Antwort zu finden, okay? Servus, ja, gerne. Berge oder Meer? Meer. Ski oder Snowboard? Ski. Kaiserschmarrn oder Wiener Schnitzel? Boah, das sind schon... Kaiserschmarrn. Pommes mit Ketchup oder Pommes mit Mayo? Ketchup. Stilles oder Sprudelwasser? Stilles. Aliens existieren, ja oder nein? Nein. Game of Thrones oder Herr der Ringe? Keines von beiden, bin nicht so der Seriengucker. Okay, laufstarker Sechser oder torgefährlicher Achter? Ja, Tore schießen. Joggen oder pumpen? Joggen. David Alaba oder Hermann Mayer? David Alaba. Schnell duschen oder lange baden? Lange baden. Dorf oder Stadt? Stadt. Und tiefstapeln oder einen raushängen lassen? Tiefstapeln. Okay, ist das vielleicht auch ein Grund, warum du zu Beginn deiner Profizeit öfter mal behauptet hast, dass du Student bist, um eben nicht als Profifußballer durchzugehen? Immer wieder mit den Sachen. Tiefstapeln soll man, also man soll schon ein gewisses Selbstvertrauen haben und man sollte schon immer ein bisschen Demut zeigen, dankbar sein für das, was man machen kann und ja, das begleitet mich, glaube ich, durchs ganze Leben so und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und vor allem jetzt in so einer Situation, wie wir es jetzt haben mit Corona und so, wo es vielen nicht so gut geht und ja, da sollte man schon demütig bleiben und dankbar sein, dass wir hier unseren Job ausführen dürfen. Ja. Klar, gibt es oft schlimmere Dinge im Leben. Ja. Stille Wasser sind ja bekanntlich tief. Du bist jetzt nicht unbedingt der Lauteste auf dem Platz, aber hast trotzdem ja auch deine Position im Mannschaftsrat zum Beispiel und wirst, glaube ich, in der Mannschaft generell sehr hoch angesehen. Wie würdest du so deine Rolle innerhalb der Bielefelder Mannschaft so beschreiben? Auf und neben dem Platz vielleicht? Na, ich bin jetzt schon das fünfte Jahr, also mein fünftes Jahr hier. Kann von mir behaupten, dass ich gewachsen bin in den 5 Jahren. Es ist immer was Neues, von Österreich hierher zu kommen, erstmal Fuß zu fassen, ist mir relativ schnell gelungen. Und ja, es freut mich natürlich, dass ich im Mannschaftsrat bin, aber ich glaube, generell ist es einfach wichtig, dass jeder in der Mannschaft Verantwortung nimmt. Vor allem auch jetzt. Jetzt haben wir mal eine Phase, wo es momentan nicht so gut läuft. Klar sind wir da im Mannschaftsrat auch gefordert, die Jungs immer positiv zu pushen, hochzuziehen, mit ihnen Gespräche zu führen vielleicht auch. Und ja, aber im Endeffekt ist jeder aufgefordert, seinen Teil dazu beizutragen. Aber da haben wir in der Mannschaft schon sehr, sehr viele gute Charaktere. Ja, ein guter Charakter ist Fabian Klos, der ähnlich wie du auch jetzt nicht unbedingt in der Jugend in diversen NLZ-Akademien und so zugegen war. Wenn es ein zweites Leben geben würde, würdest du dir das für dein nächstes Leben wünschen, eventuell nochmal diese ganze Erfahrung in NLZ zu sammeln, um vielleicht noch mehr dich zu entwickeln? Oder fehlt dir da irgendwas, glaubst du? Nee, alles, was mir passiert ist im Leben und alles, was ich gemacht habe, das gehört zu meinem Leben dazu. Und ich bin auch dankbar, dass ich solche Erfahrungen machen musste. Es war auch nicht immer alles eitel ohne. Man musste sich auch in diversen unterklassigen Ligen durchsetzen und durchkämpfen. Und von dem her würde ich eher den Spielern, die vielleicht den Weg auch über so eine Dorfliga oder so probieren wollen, würde ich Mut zusprechen, dass es auch über eine Dorfliga möglich ist. Und man sieht es bei Klosi, in Österreich gibt es auch einige Beispiele, die was kein NLZ durchlaufen haben. Und das, ja, würde ich eher bemutigen, die Leute. Ja, wir wissen, dass du nicht nur Familienmensch bist, sondern auch der Heimat nach wie vor sehr verbunden. Wie sieht momentan so der Kontakt nach Österreich aus, auch durch Corona bedingt so? Habt ihr viel Kontakt und wenn ja, wie sieht der momentan aus zwischen den Familien? Ja, generell auch vor Corona sehe ich meine Familie vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Da gibt es halt FaceTime, wo man sich halt täglich hört und sich austauscht. In Österreich herrschen auch andere Regeln wie hier. Da haben sie es jetzt noch ein bisschen strenger gemacht, weil die Zahlen nach oben gegangen sind. Im Endeffekt ist man dankbar, dass man so einen Rückhalt hat und
sich immer wieder hört und es schon sehr, sehr wichtig ist, weil wir, also meine Frau und ich und meine Tochter sind hier quasi alleine. Aber ja, wir kennen das jetzt die letzten 5 Jahre nicht anders. Jetzt ist halt ein besonderer Moment mit Corona, wo wir alle durch müssen. Und ich glaube aber, dass wir auch aus solchen Phasen im Leben auch was Positives rausziehen können. Ja, und klar, es spielt die Familie dann auch eine große Rolle, dass da immer ein Rückhalt da ist. Ja, klar. Jetzt haben wir zuletzt 5 Mal in Folge verloren. Ist vielleicht ja auch eine Situation, die wir besonders durch die vergangene Saison so nicht gewohnt sind. Was stimmt dich trotz allem weiterhin positiv, dass wir vielleicht schon am Samstag gegen Leverkusen nicht nur ein anderes Gesicht zeigen, sondern auch vielleicht wieder punkten? Ja, na klar, nach 5 Niederlagen ist es nicht einfach. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr viele Spiele gewonnen, kannten das überhaupt nicht mehr, dieses Gefühl zu verlieren. Jetzt bist du aber in einer deutlich besseren Liga, in der Bundesliga, die meiner Meinung nach zu den besten Ligen der Welt gehört. Ja, wir hatten sehr, sehr gute Gegner jetzt schon, konnten sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln. Aber Fakt ist, wir müssen uns in die Liga reinarbeiten. Wir müssen Tag für Tag noch härter arbeiten. Wir haben jetzt eine klare Erkenntnis nach 7 Spieltagen, dass wir vielleicht in einigen Bereichen noch zulegen müssen und können. Und ja, da haben wir in der Länderspielpause die Zeit genutzt, ja, um in der einen oder anderen Stellschraube zu drehen und sind vorbereitet für Leverkusen und wollen natürlich ein bestmögliches Spiel abliefern und ja, natürlich diesen Negativtrend beenden. Ja, kannst du das vielleicht irgendwie noch exemplarisch an 2, 3 Stellschrauben festmachen? Also was wurde vielleicht unter der Woche trainiert oder worauf wollt ihr in Zukunft mehr achten? Was muss besser werden? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es extrem wichtig, in jedem Spiel, ob du jetzt in der dritten, zweiten Liga oder in der Bundesliga spielst, diese Basics von Leidenschaft, Wille auf den Platz zu kriegen. Das hat halt teilweise jetzt ja, über das ganze Spiel in Union, das war einfach ein schlechtes Spiel von uns. Da muss sich einfach jeder bei der eigenen Nase nehmen und sagen, okay, das war nichts. Genau an solchen Sachen müssen wir halt arbeiten, dass wir diese Basics jedes Spiel auf den Platz bringen. Und natürlich, was uns in den letzten Jahren halt ausgezeichnet hat, unser Ballbesitzspiel, da müssen wir Tag für Tag arbeiten im Training, dass wir das wieder reinbekommen. Und ja, wir haben letztes Jahr hart gearbeitet dafür und wir werden auch dieses Jahr hart arbeiten dafür und wollen natürlich auch in der Liga bleiben. Dann lass uns vielleicht zum Abschluss, letzte Frage, noch einmal kurz auf Leverkusen schauen. Ist eine gestandene Bundesliga-Mannschaft mit Top-Spielern international vertreten. Ihr habt euch jetzt ja sicher auch schon Videomaterial angeguckt. Was erwartest du für ein Spiel? Wie schätzt du Leverkusen als Gegner ein? Ja, Leverkusen, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die Ballbesitzfußball forcieren und vorne sehr, sehr schnelle Spieler hat. Sind sehr, sehr gut gestartet in dieser Saison. Ja, kommt natürlich wieder ein Brett auf uns zu und wir müssen von der ersten Sekunde an da sein, müssen diese Basics auf den Platz kriegen und ja, versuchen auch natürlich unser Spiel zu machen. Und es wird ein harter Gegner, aber wie jeder Gegner in der Bundesliga. Aber klar liegt es auch an uns, dass wir auch unser Spiel mal über 90 Minuten durchbringen. Dann wünschen wir dir und der Mannschaft für Samstag viel Erfolg und hoffentlich auch 3 Punkte. Danke. Ciao. Ciao.